Nachdem wir bisher verschiedene Art und Weisen der Charakterisierung der Markov-Eigenschaft kennengelernt haben, soll es nun darum gehen, Prozesse zu finden, die diese elementare Markov-Eigenschaft besitzen. Gucken wir uns das folgende Beispiel an oder die folgende Aussage an. Ich nehme mir einen Prozess X her, der wieder die Eigenschaft haben soll, dass er adaptiert ist an diesen Filtrationen in diesem filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum. Und zusätzlich möchte ich annehmen, dass dieser Prozess X unabhängige Zusätze besitzt. Was heißt das? Das heißt, dass diese Sigma-Algebra Fs unabhängig ist von der Sigma-Algebra, die durch den Prozess xt minus xs für t größer als s erzeugt wird, und das soll gelten für alle s größer gleich 0. Und für einen derartigen Prozess mit unabhängigen Zuwächsen gilt die elementare Markov-Eigenschaft. Schauen wir uns das an, warum das so ist. Dazu nehme ich erstmal eine messbare Menge A her aus dieser Borel-Sigma-Algebra über E und ich betrachte diese folgende Menge dA. Und die ist wie folgt gegeben. Ich gucke mir an, dass die Menge aller Paare xy aus E kreuz E mit der Eigenschaft, dass die Summe in dieser Menge A liegt. Dies ist natürlich eine messbare Menge in dieser Borel-Sigma-Algebra über E kreuz E. Und dann gilt erstmal für alle Zeitpunkte S und T mit S kleiner gleich T, dass wenn ich mir angucke, diesen Prozess X oder dieses Ereignis, dass XT in der Menge A liegt, die Idee ist jetzt, XS irgendwie ins Spiel zu bringen und das geschieht einfach durch Nulladdition. Dann kann ich natürlich diesen ersten Summanden XT minus XS als diese erste Komponente auffassen und XS als zweite Komponente und sehen, dass dieses Ereignis gleich ist dem Ereignis, dass dieses Tupel in dieser Menge dA enthalten ist. Somit genügt es, das Folgende zu zeigen. Anstelle von der bedingten Wahrscheinlichkeit, dass XT in A ist, gegeben FS gleich XT in A gegeben Sigma XS, kann ich auch mir angucken, dass dieses Tupel bestehend aus dem Prozess zum Zeitpunkt XT minus XS, XS in der zweiten Komponente, dass dieser Prozess, dieser zweidimensionale Prozess, enthalten ist in der Menge D, gegeben die Sigma-Algebra Fs, das gleiche ist wie dieses Ereignis, wo ich jetzt aber, und diese bedingte Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis, wo ich jetzt aber die Sigma-Algebra Fs ersetze durch die Sigma-Algebra, die vom Prozess zum Zeitpunkt S erzeugt wird. Und der Beweis dieser Aussage geschieht wieder in zwei Schritten. Und zwar in dem ersten Schritt möchte ich spezielle Mengen D betrachten. Und zwar Mengen D, die gegeben sind durch ein kartesisches Produkt von zwei messbaren Mengen D1 und D2. Ich nehme mir also jetzt Zeitpunkte her, S und T zwischen 0 und endlich mit der Eigenschaft, dass S strikt kleiner ist als T. Und jetzt gucke ich mir an, das Ereignis oder die bedingte Wahrscheinlichkeit von dem Ereignis, dass dieses Tupel xt minus xs, xs in dieser speziellen Menge d liegt, die ich hier gewählt habe, gegeben f von xs. Und diese bedingte Wahrscheinlichkeit möchte ich in dem ersten Schritt umschreiben in eine bedingte Erwartung, also mit Hilfe der Indikatorfunktion. Was sehe ich? Ich sehe natürlich aufgrund dieser speziellen Struktur der Menge D, dass ich dieses Ereignis als ein Produkt von zwei Indikatorfunktionen schreiben kann, nämlich als die eine Indikatorfunktion, dass xt minus xs in dieser Menge D1 liegt und die zweite Indikatorfunktion ist von dem Ereignis, dass xs in der Menge D2 liegt. Was sehe ich jetzt hier? Dieses Ereignis ist natürlich Sigma XS messbar und Sigma XS nach Voraussetzung liegt natürlich in dieser Sigma-Algebra Fs, weil der Prozess X adaptiert ist an die Filtration. Das heißt, das ist eine Fs-messbare Funktion. Das heißt, aus dieser bedingten Erwartung darf ich aufgrund der Rechenregeln über bedingte Erwartungen diese Fs-messbare Funktion hinausziehen. Das ist das, was hier geschehen ist.
Die zweite Beobachtung ist, dass nach Voraussetzung, also dieses Ereignis ist nach Voraussetzung unabhängig von der Sigma-Algebra FS. Das heißt, nachdem ich dieses Ereignis oder diese Funktion rausgezogen habe, fällt die Bedingung auf diese Sigma-Algebra weg und ich erhalte einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass xt minus xs in dieser Menge d1 ist. Diese gleiche Rechnung kann ich natürlich wiederholen, indem ich xs ersetze durch die Sigma-Algebra, die vom Prozess zum Zeitpunkt s erzeugt wird. Wiederum erhalte ich dieses Produkt der Indikatorfunktion und wie wir gerade diskutiert haben, ist natürlich dieses Ereignis Sigma xs messbar. Das heißt, ich habe hier jetzt eine Sigma xs messbare Funktion, die darf ich wiederum rausziehen. Was ich hier habe, ist natürlich ein Ereignis, das unabhängig ist von FS und weil Sigma XS in FS enthalten ist, ist natürlich dieses Ereignis, was ich hier habe, auch unabhängig von Sigma XS. Das heißt, nachdem ich dieses Ereignis oder diese Funktion rausgezogen habe, fällt auch hier wieder die Bedingung auf diese Sigma-Algebra weg und ich erhalte auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass XT minus XS in D1 enthalten ist. Das heißt, hier haben wir die gleichen Ausdrücke stehen und damit haben wir die Aussage, die wir zeigen wollten, schon mal bewiesen für diese speziellen Mengen d, die aus dem kartesischen Produkt von zwei Mengen bestehen. In dem zweiten Schritt betrachte ich jetzt wieder das Mengensystem d, das aus allen Mengen aus dieser Sigma-Algebra über e kreuz e besteht, die die Eigenschaft hat, dass die gewünschte Eigenschaft erfüllt ist, nämlich dass die bedingte Wahrscheinlichkeit von diesem Ereignis, dass dieser zweidimensionale Prozess in D enthalten ist, gegeben die Sigma-Algebra FS, dass das das gleiche ist, dass dieser ist wie die bedingte Wahrscheinlichkeit, dass dieser zweidimensionale Prozess in D enthalten ist, gegeben die Sigma-Algebra, die vom Prozess zum Zeitpunkt S erzeugt wird. Diese Gleichheit soll natürlich fast sicher nur gelten. Dann kann man wiederum zeigen, dass dieses Mengensystem D ein Dünken-System ist. Nach Schritt 1 haben wir gesehen, dass dieses Mengensystem D das Mengensystem enthält, das aus diesen kartesischen Produkten gegeben ist. Weiterhin kann man sich leicht überzeugen, dass dieses Mengensystem, was wir hier haben, durchschnittsstabil ist. Und jetzt können wir den Hauptsatz über Dünken-Systeme anwenden, der nämlich das Folgende aussagt: Weil dieses Mengensystem, das wir hier haben, in D enthalten ist, ist auch das Dünken-System, das von diesem Mengensystem erzeugt wird, in D enthalten. Aufgrund des Hauptsatzes wissen wir, dass dieses Dünken-System aber gleich der Sigma-Algebra ist, die von diesem Mengensystem erzeugt wird. Und was wir natürlich auch wissen, ist, dass die Borel-Sigma-Algebra über E kreuz E von diesem Mengensystem erzeugt wird. Was wir damit gezeigt haben, ist, dass dieses Mengensystem D gleich ist der Borel-Sigma-Algebra über E kreuz E. Damit haben wir die Aussage gezeigt. Das heißt, wir wissen jetzt, dass Prozesse mit unabhängigen Inkrementen die Markov-Eigenschaft, diese elementare Markov-Eigenschaft besitzen. Was ich jetzt Ihnen zeigen möchte, ist eine spezielle Teilklasse dieser Prozesse mit unabhängigen Inkrementen. Das sind die sogenannten Levy-Prozesse. Darunter möchte ich das Folgende verstehen. Also ein Levy-Prozess ist ein RD-wertiger adaptierter stochastischer Prozess auf einem filtrierten Wahrscheinlichkeitsraum, der die folgenden vier Eigenschaften genügt. Zum einen soll er in der Null starten mit Wahrscheinlichkeit 1. Zum zweiten soll er unabhängige Zuwächse besitzen. Als dritte Eigenschaft soll dieser Levy-Prozess stationäre Zuwächse besitzen. Das heißt, dass die Verteilung von der Differenz vom Prozess zum Zeitpunkt t minus dem Prozess zum Zeitpunkt s das gleiche sein soll wie der Verteilung des Prozesses zum Zeitpunkt t minus s. Und das soll gelten für alle s kleiner gleich t. Und die vierte Eigenschaft ist, dass dieser Prozess x Katlak-Pfade besitzen soll. Und im Folgenden möchte ich eine
drei Beispiele angeben von DIVI-Prozessen. Das erste Beispiel ist einfach die Standardbrownsche Bewegung auf RD. Und die ist wie folgt konstruiert. Das ist dieser Prozess BT, der diese D-Komponenten besitzt. Und diese D-Komponenten sind nichts weiter als unabhängige, eindimensionale Brownsche Bewegungen, die adaptiert sind an die Filtration FT. Man kann hier leicht sehen, dass das ein Levy-Prozess ist. Warum? Naja, diese nach Definition starten diese eindimensionalen Brownschen-Bewegungen alle 0. Das heißt, auch unser D-dimensionaler Brownschen-Bewegung startet fast sicher 0. Nach Voraussetzung besitzen diese D-Komponenten unabhängige Zuwächse und die Inkremente sind halt normal verteilt. Damit sind diese zweiten beiden Eigenschaften erfüllt. Das überträgt sich natürlich auch auf diesen D-dimensionalen Prozess. Und die vierte Eigenschaft ist auch erfüllt, weil dieser Prozess hat natürlich nach Definition stetige Pfade und die stetigen Pfade sind natürlich eine Teilmenge der Cutlack-Pfade. Damit wissen wir also auch, dass die D-dimensionale Brownsche Bewegung die Markov-Eigenschaft besitzt. Das zweite Beispiel, was ich angeben möchte, ist der sogenannte Poisson-Prozess mit Intensität Lambda. Und das ist nichts weiter als ein Prozess, der Werte annimmt in den nicht negativen ganzen Zahlen. Er hat unabhängige stationäre Zuwächse, wobei die Zuwächse halt Poisson verteilt sind mit Parameter Lambda. Das heißt, die Verteilung von nt minus ns ist Poisson verteilt mit Parameter Lambda mal t minus s. Und hier ist eine kleine Aufgabe. Ich möchte mal eine alternative Charakterisierung von diesem Poisson-Prozess geben. Dazu betrachtet man eine Folge von exponentiell verteilten Zufallsvariablen mit Parameter Lambda. Und diese Folge soll unabhängig sein. Dann bezeichne ich mit Sn diese Summe von k gleich 1 bis n von diesen tks. Wobei ich hier S0 einfach als 0 definiere. Und dann ist dieser Poisson-Prozess wie folgt definiert. Und zwar, dass ich sage, nt ist nichts weiter als die Summe k gleich 1 bis unendlich von k mal Indikatorfunktion, dass t zwischen sk und sk plus 1 liegt. Und durch diese Wahl, dass t größer gleich sk, aber strikt kleiner ist als sk plus 1, ist auch die Rechtsstätigkeit der Pfade garantiert. Das heißt, was machen diese Folge dieser Zeiten Tn? Das sind sozusagen die Wartezeiten auf den nächsten Sprung. Diese Zeiten sind halt exponentiell verteilt mit Parameter Lambda. Und man sieht, was macht der Prozess? Der springt immer um 1 nach oben. Und die kleine Aufgabe, die ich Ihnen gebe, ist das folgende. Sie sollen zeigen, dass die Verteilung des nächsten Sprunges, gegeben der Vergangenheit des Prozesses bis zum Zeitpunkt S, exponentiell verteilt ist mit Parameter Lambda mal T minus S. Und Sie sollen auch nachrechnen, dass diese Verteilung von NT minus NS, gegeben der Sigma-Algebra, dieser natürlichen Sigma-Algebra FNS, dass diese Verteilung Poisson verteilt und unabhängig von dieser Sigma-Algebra ist. Damit hatten wir jetzt einen zweiten Kandidaten für einen Prozess, der die Markov-Eigenschaft besitzt. Hier ist ein dritter Kandidat. Und zwar, das sind die sogenannten Irrfahrten auf ZD. Und das ist das Folgende. Ich nehme mir erstmal hier eine Folge von unabhängigen identisch verteilten Zufallsvariablen auf ZD, die Eigenschaft haben sollen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Z1 gleich 0 ist, die Wahrscheinlichkeit 0 hat.
Weiterhin nehme ich mir her einen Poisson-Prozess mit Parameter oder mit Intensität Lambda. Und diese Folge der Zufallsvariablen und der Poisson-Prozess sollen unabhängig voneinander sein. Und dann definiere ich mir den Prozess xt wie folgt. xt ist nichts weiter als s von nt, wobei dieses Zufallsvariable s wie folgt definiert ist. Also s von 0 sei einfach 0 und s von n sei einfach die Summe k gleich 1 bis n von diesen Zufallsvariablen zk. Und dann ist die Behauptung, dass dieser Prozess x, oder den bezeichnet man als Irrfahrt in stetiger Zeit auf zd, und die Behauptung ist, dass das ein fxt adaptierter Levy-Prozess ist. Die Adaptiertheit ist klar, weil das ist natürlich diese Infiltration, die durch den Prozess selber erzeugt wird. Wir müssen also nur die vier Eigenschaften der Charakterisierung eines Levy-Prozesses überprüfen. Die erste Eigenschaft ist auch trivial, nämlich dass der Prozess in 0 startet. Das ist gerade durch S0 gleich 0 gegeben. Die zweite Eigenschaft ist, wir wissen auch, dass dieser Pfad stückweise konstant ist und recht stetig. Das folgt aus der Eigenschaften von diesem Poisson-Prozess und dieser Konstruktion von x mithilfe von diesen diskreten Irrfahrt auf Zd. Hier ist eine weitere Beobachtung. Dadurch, dass wir angenommen haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Z1 gleich 0 die Wahrscheinlichkeit 0 hat, wissen wir auch, dass die Anzahl der Sprünge des Pfades xt im Intervall t0 bis t1 gerade gegeben ist durch die Differenz des Poisson-Prozesses zum Zeitpunkt t1 minus im Poisson-Prozess zum Zeitpunkt t0. Und Sie sehen, warum wir das angenommen haben, weil wenn ein Sprung stattfinden würde und zk gleich 0 wäre, dann würde das bedeuten, er würde auf sich selber auf die gleiche Position springen und ich würde in dieser Summe keine Veränderung sehen. Und das war der Grund, warum wir diese zusätzliche Annahme genommen haben. Das heißt, was wir jetzt nur zeigen müssen, ist, dass die Inkremente unabhängig sind und stationär. Und das soll im Folgenden geschehen. Also ich möchte sozusagen zeigen, dass für beliebige Zeitpunkte s größer gleich 0, Strick kleiner als t, Strick kleiner als endlich, und für jedes x in zd das Folgende gilt, nämlich dass die bedingte Wahrscheinlichkeit von xt minus xs gleich x gegeben die Sigma-Algebra, die natürliche Sigma-Algebra zum Zeitpunkt s, gleich ist der Wahrscheinlichkeit, dass xt minus s gleich x ist. Wenn wir das gezeigt haben, haben wir zwei Dinge gezeigt. Erstens die Unabhängigkeit der Inkremente von dieser Filtration und zum anderen aufgrund dieser Differenz t minus s die Stationarität der Inkremente. Wie gehen wir jetzt hierbei vor? Na, die Vorgehensweise ist wie folgt. Ich nehme mir erstmal eine messbare Menge aus dieser Sigma-Algebra Fs her. Und nach Konstruktion von x wissen wir natürlich, dass wenn ich diese Menge a schneide mit dem Ereignis, dass der Poisson-Prozess m Sprünge gemacht hat, dann wissen wir natürlich auch nach Voraussetzung, dass dieses Ereignis ist unabhängig von der Sigma-Algebra, die erzeugt wird von dem Poisson-Prozess für spätere Zeitpunkte. Und das war die Unabhängigkeit des Poisson-Prozesses oder die Eigenschaften des Poisson-Prozesses, nicht unabhängig, die Eigenschaften des Poisson-Prozesses. Und die zweite Aussage ist, wenn ich mir diese Sigma-Algebra angucke und ich weiß, dass der Poisson-Prozess m Sprünge gemacht hat und ich gucke mir die Inkremente an von diesem x für Zeiten m plus n minus xm und für jedes n, dann wissen wir natürlich, das ist nichts weiter als eine Summe
von diesen Zufallsvariablen Zn. Und nach Voraussetzung waren diese Zufallsvariablen hier und hier unabhängig, aber ich nehme jetzt hier die Sigma-Algebra, die von den beiden erzeugt wird. Und insbesondere weiß ich dann auch, dass diese Sigma-Algebra unabhängig, nein, dass dieses Ereignis unabhängig ist von der Sigma-Algebra per Konstruktion. Was haben wir jetzt damit mit dieser Beobachtung erreicht? Ich gucke mir jetzt an den Erwartungswert von der Indikatorfunktion von diesem Ereignis A geschnitten mit dem Ereignis, das der Portionenprozess zum Zeitpunkt S m Sprünge gemacht hat und der Indikatorfunktion, dass der Prozess zum Zeitpunkt T minus zum Zeitpunkt, der Prozess zum Zeitpunkt S den Wert x annimmt. Was kann ich jetzt als erstes machen? Ich möchte erstmal dieses Ereignis unter dieser Bedingung ausdrücken mit Hilfe von dem Poisson-Prozess NT und NS und diesem Prozess S. Also was ich jetzt mache, ist, ich bedinge erstmal auf den Wert dieser Poisson-Prozess zum Zeitpunkt T minus der Poisson-Prozess zum Zeitpunkt S annehmen kann. Das sei hier diese Bedingung. Ich nehme also an, der ist N. Das ist jetzt hier nichts weiter als eine disjunkte Zerlegung. Nach Definition war ja nichts weiter als xt das gleiche wie s von nt und xs das gleiche wie s von ns. Das heißt, mit dieser Bedingung, dass nt minus ns gleich n ist und unter dieser Bedingung, dass ns gleich m ist, wissen wir natürlich auch, dass dieses Ereignis hier sich dann schreiben lässt als die Differenz von dieser diskreten Irrfahrt zum Zeitpunkt m plus n minus der Irrfahrt zum Zeitpunkt m, dass die gleich x ist. Und jetzt wissen wir aber auch aufgrund dieser Vorbetrachtung und der Eigenschaft, dass diese Folge unabhängig ist vom Poisson-Prozess, dass dieses Produkt von diesen drei Funktionen sich auch schreiben, dieser Erwartungswert von dem Produkt von drei Funktionen sich auch schreiben lässt als ein Produkt von Erwartungswerten, nämlich von diesem ersten Ereignis, von diesem Poisson-Prozess und von dem Random Walk. Was wissen wir jetzt auch? Der Poisson-Prozess hat stationäre Inkremente. Das heißt, diese Differenz ist das gleiche wie der Poisson-Prozess zum Zeitpunkt t minus s. Gleiches gilt aufgrund der unabhängigen Inkremente Random Walkers, also dieser Irrfahrt mit der Zeit. Das heißt, ich kann auch diese Differenz, das ist ja nichts weiter die Summe aller ZKs zwischen m plus 1 und m plus n, ausdrücken, auch als diese diskrete Irrfahrt zum Zeitpunkt n. Das heißt, hier kann ich jetzt wieder zwischen den beiden Prozessen die Unabhängigkeit ausnutzen und das wieder als Erwartungswert von einem Produkt schreiben. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte einfach dieses Ereignis hier wieder ausdrücken mit Hilfe von dem Prozess, Entschuldigung, dieses Ereignis hier, dieses Produkt dieser beiden Ereignisse hier ausdrücken mit Hilfe des Prozesses X, das ist hier geschehen. Diesen Erwartungswert kann ich natürlich in diesen Erwartungswert einfach hineinziehen. Und dann kann ich die Summe ausführen. Was ich sehe, ich erhalte hier eine 1, indem ich über alle n summiere. Und damit erhalte ich am Ende den Erwartungswert von der Indikatorfunktion, also das Ereignis A, geschnitten mit diesem Ereignis, dass der Poisson-Prozess nur zum Zeitpunkt S nur m Sprünge gemacht hat und dieser Wahrscheinlichkeit, nämlich dass der Prozess zum Zeitpunkt t minus s den Wert x annimmt. Und jetzt möchte ich die Definition von der bedingten Erwartung benutzen. Das weiß ich natürlich gilt für alle fs messbaren Mengen. Das heißt, das heißt in zwei Schritten. Also erstmal möchte ich über m summieren. Das heißt, ich kann diese Bedingung loswerden, dass dieser Poisson-Prozess zum Zeitpunkt s den Wert m annimmt. Also ich kann das per
bei Bolivi einfach auch als diese unendliche Summe rausziehen, habe jetzt diese Eigenschaft, das ist das, was wir gerade hergeleitet haben. Das kann ich nämlich wieder umgekehrt schreiben und jetzt kann ich die Bedingung oder die definierende Eigenschaft der bedingten Erwartung ausnutzen, nämlich wenn ich das weiß für alle Mengen a, dann bedeutet das nichts weiter als, dass die bedingte Erwartung von dieser Funktion, was ja nichts weiter ist als gegeben die Sigma-Algebra Fs, was ja nichts weiter ist als diese bedingte Wahrscheinlichkeit, dass das gleiche ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass der Prozess zum Zeitpunkt t minus s den Wert x annimmt. Das gilt hier natürlich fast sicher. Und damit haben wir gezeigt, dass die Inkremente unabhängig sind und die Verteilung stationär. Das war sozusagen ein zweites Beispiel, was ich hier zeigen wollte.